Es kam so, dass wir eigentlich schon sehr lange daran gedacht haben und verschiedene Vorschläge bekommen haben, aber uns noch nie wirklich entschieden haben. Und dann haben wir Sebastian Denhardt, den Filmregisseur, getroffen, mit ihm unterhalten. Und es ist ganz wichtig, auch das Vertrauen an den Regisseur zu bekommen. Und er hat uns überzeugt. Wir haben mehrfach den Drehbuch verändert, während wir diese Doku gedreht haben. Aber am Ende, glaube ich, hat er schon ganz gut geschafft, diesen roten Faden zu ziehen. Was in einem Film über zwei Menschen ganz, ganz schwierig ist. Wir waren von 180 Minuten auf 110 Minuten jetzt runtergeschraubt. Und es ist immer noch sehr, sehr lang. Also es war keine leichte Aufgabe für den Sebastian Denhardt, das zu schaffen. Aber für uns ist auch wichtig, mal zu zeigen für die Fans, was hinter die Kulissen passiert. Also das Leben im Ring, aber vor allem auch außerhalb des Rings.